質も体格差も関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Was geht, Freunde des Battle Royale? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Dragon Ball Legends. Und gestern wurde ja ein neuer Battle Royale angekündigt, diesmal mit Charakteren von DBL 09 bis 17. Also wieder eher auf die älteren Charaktere, was ich an sich an und für sich einfach geil finde, ehrlich gesagt. Weil wir damit auf ältere Charaktere gehen können. Was ich eigentlich sogar etwas besser fände, wäre, wenn man halt regelmäßig wirklich, ich sag mal im 2-Wochen-Takt, halt einen neuen Zenkai aus diesen ganz alten wirklich holen würde und die dann aber auch alle so relativ gleich stark halten würde und dann quasi eine weitere PvP-Funktion einfügen würde, wo man halt nur diese benutzen kann. So, damit könnte man einige Spieler, glaube ich, glücklich machen, weil das Spiel dort etwas langsamer wäre, nicht so völlig overpowered mit Damage und so weiter. Schauen wir uns erstmal an, was es hier halt gibt. Der Veranstaltungszeitraum, ja, das kann man halt nachlesen, ist egal. Hier sind wieder die Kampfregeln. Halt DBL 09 bis 17, Level 5000, Grenzüberwindung halt anhand der Grenze, wie auch immer. Die Erweckungstafeln. Wenn ihr einen Zenkai 7 Charakter habt und habt nicht die Tafeln freigeschaltet, ist das nicht schlimm, denn eure Tafeln werden automatisch freigeschaltet. Der Rest ist eigentlich fast gleich. Die einzige besondere Regel ist zugefügter Spezialschaden ab. Gibt wieder einen Filter. Hier könnt ihr den einfach ändern. Und ich zeige euch jetzt mal die Teams, die ich jetzt so rausgefunden habe, wo ich sagen würde, yo, die kann man spielen. Ich bin ja auch ein Freund von Fun-Teams und deswegen habe ich mal das hier zusammengebastelt. Ist nicht optimal zusammengebaut, gebe ich zu. Vielleicht habt ihr sogar Verbesserungsvorschläge, nehme ich gerne an. Wir haben halt hier ein fusionierter Kämpfer-Team. Und wenn ihr euch jetzt denkt, so, wieso sind die hier fusionierter Kämpfer? Ja, das ist tatsächlich so, das ist deren Tech, fragt mich nicht warum. Es hätte halt nicht ganz gepasst für ein Android-Team, deswegen habe ich das so gemacht. Wir haben dann hier Gogeta auf dem Anführerplatz, weil der würde sonst nicht gebufft werden. Wir haben hier den Super 13, Super 17. Der Android hier bufft halt 50% auf Grün und Rot. Das ist halt sehr stark, Schlagangriff, Schlagverteidigung. Leider nicht Fernangriff, Fernverteidigung, was in dem Team wahrscheinlich besser gepasst hätte. Aber der Stärkste hier drin ist sowieso der Super 13, deswegen passt das noch. Wir haben dann hier noch 29% für Cybox Fernangriff, Fernverteidigung, um das nochmal so ein klein wenig auszugleichen, ein bisschen ausbalanciert zu lassen. Und HP. Die Equips sind in dem Fall so angepasst. Das sind einfach die stärksten Equips. Hier gehen wir auf Fernangriff, Spezialangriff und so weiter. Das ist halt, glaube ich, klar. Weil wir haben hier dicken Fernangriff, dicken Schlagangriff und Schlagverteidigung. Wir haben hier Doppel-Defense, Spezialangriffschaden. Und die hier ist nicht ganz perfekt bei mir, weil der letzte Wert ist halt nicht auf Fernangriff. Hier sollte es natürlich auf Fernangriff gehen. Und der erste Wert natürlich im Bestfalle Maximum. Ich muss die weiter hoch machen. Dann haben wir hier auf den Super 13 das Platin-Equip. Das hier ist eine sehr defensive Ausrüstung. Dann haben wir hier nochmal eine etwas offensive Ausrüstung mit Spezialangriffschaden. Trotzdem nochmal Doppel-Defense und auf Nicht-Basiswert Schlagangriff sollte so passen. Den Super 17 habe ich ein bisschen mehr defensiv ausgerichtet. Das hier ist eine reine Defensivausrüstung mit Lebensenergie, aber auch noch Spezialangriffschaden. Dann haben wir hier auch nochmal Fernverteidigung. Eigentlich sollte das hier Fernangriff werden, ist glaube ich klar, aber ich habe die halt in der Form nicht, weil sie bisher für mich nicht notwendig war. Dann haben wir hier nochmal Fernangriff, Doppeldefense und Schlagangriff. So haben wir es glaube ich relativ ausgewogen und könnten dieses Team so spielen. Oder hättet ihr lieber Bock auf ein Universum 6, ist es glaube ich, Team? Dann wäre hier Kaba auf den Anführerplatz, Cauliflower und Kale und auf der Bank sind dann halt die anderen Mädels, die dann einfach nur Schlagangriff, Schlagverteidigung, Fernangriff, Fernverteidigung und Doppel-Defense geben. Mir fällt gerade auf, ich habe gar keine Ausrüstung hier ausgerüstet. Das wäre dann bei Kaba natürlich eher fernangriffsorientiert. Würde ich wahrscheinlich die hier nehmen. Dann könnte man wahrscheinlich, jetzt müssen wir gerade selber gucken, würde auch die hier gehen. Ich glaube, die ist auch mit einer der besten Ausrüstungen, die er tragen könnte. Entweder könntet ihr dann noch, weil es wird wahrscheinlich auch einige Hybrid-Spieler geben, diese C17-Ausrüstung nehmen, die halt auf Fernangriff geht und halt auf Sonderangriff gegen
Hybrids. Oder ihr nehmt einfach diese hier. Die gibt halt Doppel-Defense oder fast Doppel-Defense, wenn ihr gegen Saiyajin spielt. Aber es sind auch einige Movie-Saga-Teams dabei, die das dann gut kontern können. Deswegen wäre das vielleicht eine Option. Bei Cauliflower gibt es sogar sehr gute Ausrüstung, weil sie hat die Turnier der Kraftausrüstung zur Verfügung. Dann können wir auch ihr diese Ausrüstung geben. Und wir können ihr, wenn ihr wollt, auch nicht Basiswert, ich glaube, die hier war das bei mir, die hier geben, weil die auch nochmal Verteidigung gibt und Schlagangriff auf Nicht-Basiswert. Kale würde ich dann in dem Fall auch diese Ausrüstung geben, weil ich glaube, das. Oder nee, die ist ja eher so ein Tank-Typ. Das heißt, wir können ihr auch die hier geben. Die hat auch, glaube ich, einen starken Spezialangriff gehabt. Dann können wir ihr. Jetzt muss ich mal gerade selber gucken. Dann würde ich ihr wahrscheinlich auch die hier geben und dürfte passen. Ja, das wäre auf jeden Fall das, in Anführungszeichen, gegnerische Universum-Team. Sollte, denke ich mal, ganz gut klappen. Oder habt ihr auf Godkey Prime Bock? Dann wäre das das Team für euch. Wir haben hier den lila Vegeta, den Super Saiyan Blue Goku und den Gott Vegeta. Deswegen haben wir hier auch, also das ist eigentlich sogar ein sehr starkes Team, würde ich fast behaupten. Denn wir haben hier ein Lock-In mit sehr schnellen Schlagangriffen und er kann halt sehr schnell wieder reinkommen. Der ist auch noch nicht ganz so alt. Wir haben hier den Super Saiyan Blue Goku, der wahrscheinlich gegen die restlichen Teams sogar relativ tanky sein könnte und einen Support-Charakter auch noch hat. Und wir haben hier den Vegeta, der auch sehr schnell ist und halt einen Combo-Cut für euch bereithält. Von daher sollte das ganz gut funktionieren. Wir haben dann noch den Broly hier drin, der nochmal 50% Schlagangriff und Fernverteidigung auf das ganze Team gibt, weil der Vegeta auf dem Anführerplatz ist, weil der gibt gelb und blau das Ganze. Der Zamasu gibt, glaube ich, Doppelangriff. Glaube ich, Doppelangriff gewesen sein. Basis Schlag, Fernangriff, genau. Und dann haben wir hier noch Schlagangriff, Schlagverteidigung müsste es, glaube ich, sein. Genau, Schlagangriff, Schlagverteidigung. Für Gelb und Blau 33%. So haben wir auch, glaube ich, die Verteidigungswerte einigermaßen ausgeglichen, weil wir haben hier Schlagangriff, Schlagverteidigung. Ich glaube, der macht auch Schlagangriff, Schlagverteidigung und Fernangriff, Fernverteidigung. Sollte passen. Das Equip lege ich auch nochmal eben an. So, das wäre das Equip. Bei Vegeta geben wir natürlich volle Lotte auf Schlagangriff. Hier haben wir Doppelangriff, einmal noch Schlagangriff und Schlagverteidigung. Das Equip habe ich leider nicht in so gut. Das ist halt Fernverteidigung, Schlagangriff. Und da sein Finaler und sein Spezialangriff auch nicht von schlechten Eltern sind, hat er das hier noch drauf. Ihr könnt natürlich auch gerne was anderes nehmen. Und auf den letzten Slot Fernangriff, Fernverteidigung und auf Nicht-Basiswert Schlagangriff. Dann haben wir hier beim Goku natürlich eher auf Fernangriff. Fernangriff 17%, Schlagverteidigung 23,25%. Spezialangriffsschaden, Lebensenergieregeneration, weil er sich mit seiner Grünkarte auch heilen kann. Diese Ausrüstung ist auch relativ vielseitig, kann man aber natürlich auch anders ausrüsten. Schlagangriff, Schlagverteidigung und Fernverteidigung für jedes Kampfmitglied, göttliches Ki. Könnten wir natürlich unter Umständen auch dem gelben Vegeta geben. Und der letzte Slot ist Doppel-Defense und Fernangriff für Nicht-Basiswert Saiyajin. Der Vegeta hat sehr, sehr viele gute Ausrüstungen zur Verfügung, weil er halt God-Ki und Movie-Saga ist. Das heißt, wir geben ihm natürlich als erstes diese Ausrüstung hier. Doppel-Defense, sehr hoch, plus Schlagangriff. Dann haben wir hier nochmal Doppel-Defense, Spezialangriffsschaden, finale Angriffsschaden und Lebensenergieregeneration, weil er sich ja nach den Angriffen auch immer heilt. Außerdem kann er einen Spezialangriff anketten und ich glaube, der hatte sogar, ich weiß gar nicht, hatte er den finalen Angriff? Nein, der hatte keinen. Außerdem hier wieder Fernangriff, Fernverteidigung und Schlagangriff auf Nicht-Basiswert. Wie gesagt, ihr könnt alternativ auch diese Ausrüstung dem Vegeta geben. Statt hier zum Beispiel die in der Mitte wäre auch eine Option. Und dem Goku dann statt diese halt diese Ausrüstung, die Doppelangriff gibt und Lebensenergieregeneration. Das wäre diese hier in dem Fall. Hier haben wir halt Doppelangriff, Lebensenergieregeneration und Ki-Regeneration. Wäre auch eine Option für ihn, aber könnte sein, dass er dann nicht tanky genug ist. Bin mir nicht ganz sicher. Könnte aber auch sein, dass ich mich irre. Habt ihr vielleicht Bock auf ein eher Movie-Saga-orientiertes Team? Dann dürfte das auf jeden Fall das Team eurer Wahl sein. Ihr könnt hier alternativ sogar noch den Bojack ausrüsten, weil dann hättet ihr nochmal einen zusätzlichen Combo-Cut. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, genauso wie den Broly. Könnt ihr natürlich auch noch ausrüsten, aber ich denke mal, der Zenkai-Buff auf den Goku sollte den schon tanky genug machen.
Und ihr habt hier sogar 4 Farben zur Verfügung. Alle 4 sind Zenkai. Und den Anfang macht der Kid Goku hier. Natürlich alles sehr schlagangriffsorientiert. Dann hier nochmal eine Heilungsmöglichkeit. Aber ich glaube, der kann sich gar nicht heilen. Ich bin mir gar nicht sicher. Dann haben wir hier den Goku, der eher tankorientiert ist. Haben wir dann hier auf den ersten Slot Lebensenergieregeneration, Schlagangriff, Fernangriff, also alles sehr offensiv. Hier haben wir dafür eine defensive Ausrüstung. Und hier nochmal die bekannte Vegeta-Ausrüstung. Der Supporter in dem Team ist natürlich der gelbe Goku. Auch hier eine Ausrüstung defensiv, die andere sehr stark orientiert, Schlagangriff. Und dann hier wieder die Vegeta-Ausrüstung. Der zweite Tank, oder ja doch, der zweite Tank in eurem Team ist der Gohan hier. Ich meine, er war ein Tanktyp. Ja, Verteidigungstyp. Er ist aber auch sehr schlagangriffsorientiert und ich meine, sein Effekt war so ausgelegt, wenn halt viele Kampfmitglieder noch am Leben sind, hat er den meisten Schaden, also sollte er am meisten austeilen am Anfang und dann auch, glaube ich, als erstes sterben, nach dem Goku in dem Fall. Hier eine etwas defensivere Ausrüstung. Hier haben wir dann, weil er einen guten Spezial- und finalen Angriff hat, die schlagangriffsorientierte Ausrüstung. Hier haben wir übrigens auch nochmal finale Angriffsschaden mit drin. Und dann habe ich ihm noch diese Ausrüstung gegeben, weil ich glaube, er konnte keine das Movie Saga Equip für Nicht-Basiswert nicht tragen. Deswegen gehen wir hier auf Lebensenergie und doppelt Schlagangriff. Das wäre das Son-Familie Movie Saga Team, was ich empfehlen kann. Hier hätte ich halt nochmal eine andere Variante des Son-Familie Teams. Das ist nicht ganz Movie Saga. Man kann es auch, wenn man will, ein bisschen Richtung Hybrid gehen lassen, dann müsste man irgendwie Green, Green, Yellow oder so spielen. Dem Future Hahn dann dabei und dann müsste der, also das Team müsste dann auf jeden Fall umgestellt werden. Deswegen, das hier ist eher schlagangriffsorientiert komplett, weil der Gohan macht ja auch sehr viel Schlagangriffsschaden. Und der grüne Gohan wäre dann halt euer Rettungsmove sozusagen gegen Rising Rush oder so. In dem Fall blau und gelb zwingend auf der Bank, nicht auf, auf dem Anführerplatz, beziehungsweise auf den anderen beiden Slots ist ja nicht richtig die Bank. Wir haben dann hier Doppel-Defense für die beiden. Nochmal, nee, der gibt sogar Angriff, meine ich. Der gibt Schlagangriff, Schlagverteidigung in dem Fall. Und hier gibt es halt Schlagangriff, Fernverteidigung auf gelb und blau und das geht natürlich auch nochmal auf den grünen. Ausrüstungstechnisch sieht es hier sehr gut aus. Wir haben nämlich hier das Platin-Equip für Buu-Saga, dann hier Doppel-Schlagverteidigung, HP, Doppelverteidigung, HP und Doppelangriff. Und hier nochmal Doppelverteidigung und Schlagangriff auf Nicht-Basiswert für Son-Familie, also für jeden Son-Familien-Kampfmitglied, 5%. Dann, ups, halt geklickt. Haben wir hier das Platin-Equip für Movie-Saga wieder. Also im Prinzip ist es gleich ausgerüstet, nur dass ich es hier etwas auf Hybrid richte. Das Problem ist halt, der hat halt nur diese Hybrid-Ausrüstung sonst zur Verfügung. Sollte das anders sein, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Nochmal Schlagverteidigung auf Nicht-Basiswert. Immerhin, wenn ihr das perfekt habt, habt ihr trotzdem 16%. Das ist immer noch sehr gut. Und der Goku ist dann so ausgerüstet, vorhin quasi. Ja, das wären auf jeden Fall die Teams, die ich empfehlen kann. Ich arbeite auch noch so ein bisschen an ein GT-Team. Ich zeige euch mal kurz, wie ich mir das grob vorgestellt habe. Also das wäre das Team, wie ich es mir im Groben vorstelle. Das Problem ist halt, ich finde keinen letzten Buff-Charakter so wirklich, der die hier buffen kann. Ich habe halt hier den Super 17 auf dem Anführerplatz, Vegeta als Basis-Supporter und halt den Kid Goku. Die Buffs kommen dann hier von dem Goku, der gibt Fernangriff Schlagverteidigung, glaube ich. Und da es ja eigentlich nur Saiyajin ist, muss der Super 17 zwingend auf den Anführerplatz. Dann hier in dem Fall wäre das Grün-Rot. Müsste man halt gucken, wie man das spielt. Weil sonst müsste nämlich dann hier gewechselt werden und dann wird es wieder schwierig mit den Buffs, weil ich halt nichts finde, was sonst noch Grün-Rot bufft oder sonst was. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob man es überhaupt so spielen kann. Ansonsten könnte man natürlich auch einfach jeden auf den Anführerplatz packen und dann irgendwie Android spielen oder sonst was. Aber das wäre das aktuelle Problem. Deswegen habe ich GT so an sich verworfen. Wenn ihr da noch eine Idee habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ja, meine Freunde, das waren die Teams, die ich für euch habe. Ihr könnt, wie gesagt, gerne die Vorschläge noch in die Kommentare schreiben, die ihr hättet. Und von meiner Seite aus war's das. Ich danke euch fürs Zuschauen, Supporten mit Liken, Kommentieren nicht vergessen. Und ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao. Hat Spaß gemacht?
gemacht mit dir, auch wenn unsere Zeit ziemlich kurz war. Denn jeder, der es wagt, den Frieden zu zerstören, wird von hier fortgejagt, kriegt deine Kraft zu spüren. In dir brennt ein Feuer.